Ressource? Forsch? Wir haben ganz andere Probleme jetzt. Und dann haben wir halt noch anderes Zeugs, aber das ist ein. Wir haben Gaben genommen jetzt. sind wir bei maximal 10.000. Ja, schon, aber wir haben jetzt kein Gerät mehr. Und kein Gerät mehr. Ja, die, was wir verkauft haben. Wir brauchen noch einen neuen Häcksler. Was haben wir noch verkauft? Anhänger. Schlepper. Und Schlepper. Anhänger hast du wohl verkauft, oder welchen meinst du jetzt? Ja, Anhänger aber auch verkauft, den großen Automaten. Den Forsthänger. Nein, den großen Hänger, was wir hatten. Den normalen. Den langen. Mit dem wohl gemietet. Den hatten wir gemietet, ja, den großen, mit dem wir alles fahren. Wie viel Geld haben wir? 47.000. Und 255.000 Schulden. Das Eigenkapital ist schwindend dick. Eieieiei. Können wir eine Hypothek aufnehmen? Ja, jetzt müssen wir mal Gibt es hier zusammenrechnen. keine Lieferantenkredite? Da hätten wir wenigstens Verbindlichkeiten. Alter, allein der Häcksler kostet uns 200.000. Weißt du, wie lange wir den hatten lassen können? Bis wir den wirklich ab. Bis der sich rentiert? Egal. Ist egal. Wir machen jetzt, für wenn, dann können wir uns ja einen großen kaufen. Was? Häcksler? Häcksler. Ja, mit welchem Geld denn? Geldhäcksler, was gibt's denn hier Schönes? La Krone Big X 1010. 1100. Ja, dann um 400.000. Wie will man den kaufen? Ja, 15.000. Jetzt entspann dich mal. Nee, dann können wir nur denselben kaufen, was Ich wir könnte dir einen Pöttinger geben. Den finde ich gut. hatten. Also den Rostov-Bomber. Man kann es damit nicht mal jetzt hier. Beziehungsweise Alles. Häcksler, ja, braucht man, gell? Ohne Häcksler können wir jetzt nicht mehr arbeiten, weil die Felder sind schon bestückt. Haben wir sonst noch was? Also Maishäcksel-Zeugsen fehlt uns und. Anhänger und Schlepper. Also überhaupt ein Stepper. Und einen großen Anhänger halt. Aber wir haben ja noch einen Anhänger. kleinen. Anhänger wäre jetzt gerade ein Angebot, der Jotzki. Den haben wir zwar nicht gehabt. Angebot. Es klingt so, als wäre man jetzt irgendwo. 47.000, ja, der wäre größer und ein Angebot. 53.000. Das sieht natürlich nicht schlecht aus. Wo muss das haben, wo den THW, oder? Ne, den Akkuliner hat man vorne, den eins da vorne, der DAW-30 hier. So, das heißt, wir brauchen mal einen Kredit. Ist 2000 größer. Aber kostet halt weniger. Ich weiß gar nicht, wie viel Kredit wir nehmen können. Ich glaube 500.000. Dann sind wir ja bald am Limit. Also wir machen eigentlich nur mehr Schulden als alles andere, weißt du was? Ist egal. Tägliche Kosten kommen weg. Ist egal, Hauptsache machen, machen, machen. Was haben wir an Mods noch an Hänger? Schauen wir mal hier. Der hat 36.000, kostet 37.000. Ja. Der hat 40.000, kostet 30.000. Wir brauchen das ganze IT-Runner-Set. Das ist awesome. 46.000, kostet 57.000. Aber immer mal machen, wenn wir genug Geld haben. Warte mal, 46.000, kostet 57.000. 47.000. Was? 46, okay. Ja, dann kaufen wir den. Was, was, was? Gut. So, jetzt brauchen wir einen Schlepper, das ist wichtig, weil mit einem kleinen Schlepper können wir da unten arbeiten. Du hast einen Tracker gekauft. Sehr schön. Echt? So, da hat man John Deere einen großen. Der hat keinen Frontlader. Da hat man Fan. Nee. Wenn ihr den Case, den Case 1455 XL hat. Der kostet. Da ist er. 23. 102. Nee. Doch, den hat man. Jetzt muss der Case, den wir hatten. Für 102.000.
Der hat 145 PS. Nee, 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 wir hatten anderen. Wir hatten ja. Nee, wir hatten keinen Case, wir hatten Marcel Ferguson, der hat einen 77. 7700. Der große. Oder so irgendwas. Oder den Case Boomer CVX, könnte auch gewesen sein. Wenn es ein Case war. Es war ein runder, also es war kein eckiger. Ja, genau der war's. Problem ist, der kostet halt. Ja, wir hatten ja einen großen. Du schätzt das nicht. Ich weiß es halt nicht. Letztendlich können wir uns das aber nicht leisten. Ja, wir könnten hinten, ganz hinten bei der Most den John Deere Premium, den vorletzten nehmen. Der hat, ich glaube, gleich viel KW, oder? 203 PS. Vorne der. Ne, nicht. Was? Ne, warte mal. Der nicht. 1107 kW, 145 PS von der K. Eben, dann wäre der stärker und wäre billiger. Was hat jetzt KW zu tun? Ja, ist eine Umrechnung von PS auf KW, ist einfach. Also im Endeffekt kann man beides, ne? Egal was du vergleichst. Egal was du vergleichst, ist beides selber. Ja. Eine gehört einem Amerikaner und das andere einem Deutschen. Genau. Das eine ist für Elektrowagen, da wird das ja alles in KW. Nein, das sind wieder andere KW. Wieder andere KW. Gut, ich bin raus. Das eine ist die KW die Leistung, das andere ist KW die Kilowatt, also Batsch. Ja, mei. Ist nicht dasselbe. Ich bin raus. Tschüss. Jetzt nach Hause. Ich nehme den Roller, der hinten steht und den man nicht fahren kann. Okay, dann nehmen wir mal den John Deere. Dazu brauchen wir einen Kredit. Dazu brauchen wir einen Kredit. Ach. Ist es nicht günstiger, wenn wir direkt beim Fahrzeughändler kaufen? Nein. Aber wir haben halt jetzt wirklich hier wieder zwei Traktoren. Wie viele Traktoren haben wir eigentlich? Eins, zwei, drei. Unten ein Front-Dings. Im Wern 2450. Wir haben halt jetzt so drei Traktoren, dann hätten wir vier. Können wir nicht einen von unseren momentanen Traktoren noch mit Frontlader nachrüsten? Keine Ahnung. Müssten wir nicht den guten dort oben stehen haben. Mal schauen, ich fahre mal mit denen in die Werkstatt. Oh, so. Konfigurieren. Ein Frontladeranbau würde uns 800 Euro kosten. Könnte man machen, gell? Ja. Konfigurieren. Frontladeranbau, ja. Cool. Da kostet uns dann 1800. Alles zusammen. Also kommt dann noch irgendwas dazu. Grundpreis kommt noch dazu. Ja, mei. Ist trotzdem besser. Wenn man einen kleineren oben stehen. Ja. Ein wackeltes Ding erst. Gut. Ja, mal Frontlader. Auch noch mitgeklärt hier bei der Warenwerkstatt. Ja, die Frage ist, brauchen wir überhaupt noch so viel Schlepper? Eigentlich können wir ja einen Schlepper noch wegtun, gell? Wir haben, halt wir haben zu Hause noch einen Schlepper stehen. Wir haben vier Schlepper jetzt. Oh mein Gott. Ich weiß halt nicht. Ja, wir wissen aber nicht, wie viele Leute wir sind. Ja, drei. Drei, aktuell. Ja. Und haben vier Schlepper. Und alle drei sind immer mit dem Schlepper unterwegs. Ja, nicht nett. Bitte, bitte. Dann verkauf mal den kleinen Holland, fein rein. Ja.
man das Gewicht im kalten Wasser? Hab ich eins dran. Nee, du hast eins. Dann verkaufen wir aber lieber dein, oder? Ist auch blöd. Warum? Na egal. Ach, ich Frontgewicht, was hat gewesen? Achso, das Frontgewicht heißt verkaufen, oder was meinst du? Nee, ist egal, warte. Reparieren kostet 8000. Wie viel kriegen wir jetzt für den? Endeffekt bringt und reparieren immer was. Was? Bringt doch immer was, reparieren. 19.000 sind dann 28.000. Mal gucken, wie viel wir kriegen. Ja, 67.000. Kaufen. Ja. Wahrscheinlich war das eh der bessere für dich, aber egal. Nee. Echt? Okay, ist denn besser als der Mann. Okay. Jetzt passt wenigstens der Anhänger zum Schlepper. Schön grün. Oder ich kann auch noch kurz nachschauen. So, 4 Minuten haben wir noch. Denn ja. Holland T6, der hat. Der New Holland hat 143 PS und der Case 145. Okay, na dann. Das ist ein minimaler Unterschied. Aber 2 PS sind 2 PS, also. Ja, natürlich. Man muss schauen, sparen, wo es geht. Kann fahren. Oh, was fehlt uns eigentlich jetzt noch? Feldhäcksler. Den gibt's nicht. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir erst mehr Holz machen. Ja. Ja, jetzt können wir Holz. Dann in der nächsten Aufnahmesession auch wieder machen. Rein theoretisch. Vielleicht fällen wir noch ein paar Bäume. Dann hätten wir ja alles. Dann, ja. Vielleicht ist nächste Aufnahme-Session Murdoch wieder dabei, dann kann der helfen. Ich liebe dieses Spiel. Gerade ein Auto einfach aus dem Nichts auf die Straße geportet. Ja, ist auch von oben runtergefallen, boing. Nee, das hat sich einfach nie durch die Häuser. Von links einfach rein. Ja, dann. Reingeschwebt. Ja. IT sucht Freunde. Ach, der Typ speichert. Oder er lädt. Oder er tut sonst was. Nö, nee, oh, das ist ja Standard, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Ja, momentan hackt er wieder ein bisschen. Mal schauen, ob das dann alles besser wird. Oder schlechter. Nein, ich hätte ihn dann höheren Ping. Obwohl eigentlich auch wiederum nicht, weil die Grundleistung geht ja über DSL. Wenn wir eh sehen, wie es wird. Kann man eh sehen, ob es überhaupt wird. Genau. Vielleicht habe ich auch am Mittwoch überhaupt keine Zeit mehr. Kann auch passieren. Kann auch passieren. Vor allem kann ich dann nicht mal anrufen. Muss ich mir vorher schon mal die Nummer rausschreiben. Muss ich jetzt auf mein Handy recherchieren und darauf habe ich keinen Bock. Was? Kannst du nicht anrufen? Anrufen könnte ich schon, nur über Festnetz. Achso. Die Hotline von den Vollidioten. Achso, ja, ja. Wer telefoniert noch übers Festnetz? Ja. Gott, oh Gott. Weil ich keine Telefonie-Flat habe. Weil ich nicht telefoniere. Du tust nur telegrammisieren. Telegrammisieren mit meinem Wetterbot. Moment, wie warm ist es draußen? Kann ich dir auch gerne sagen. 4,5 Grad. Dazu brauche ich jetzt nicht ein Telegramm. Ich muss dann dazu nochmal reingehen oder Telegramm? Ach, der Typ hat noch nichts. Dann Temp. Außen wollen wir wissen, also zack. Gucken, was kommt. 0,69 Grad und draußen. 4,4. Ja. Wunderbar. Muss er fuhrbar. Das KW 49. Das Jahr ist auch bald 14. Also wir haben jetzt, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wir haben extrem mehr Schulden, also das Dreifache oder Vierfache Schulden. Haben weniger Fahrzeuge. Finde ich sehr gut. Ja, eigentlich läuft es ja wirklich rund bei uns, oder? Ja, wir haben aber jetzt mehr eigene Fahrzeuge. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.